Yeah, Leben Wrestling. Bleibt Kairi Sane doch bei WWE? Nachdem in den vergangenen Wochen Spekulationen aufkamen, dass Kairi Sane kurz vor einer Rückkehr nach Japan stehe, um mehr Zeit mit ihrem Mann zu verbringen, berichtet nun Alex McCarthy von TalkSport, dass ein Abschied der Japanerin vom Marktführer noch nicht endgültig feststehe. So solle Sane aktuell lediglich ihre Optionen abwägen. WWE selbst soll auch weiterhin stark an einer Zusammenarbeit mit Sane interessiert sein. Weitere WWE-Titel von neuen Designs? Dem Twitter-User BeltFanDan zufolge, der bereits im Dezember vom neuen Design der United States Championship berichtete, sollen weitere Titel vor einem Redesign stehen. So sollen bereits seit WrestleMania 35 neu gestaltete SmackDown Tag Team Gürtel vorliegen, die jedoch bisher noch nicht verwendet wurden. Auch eine größere Version der aktuellen NXT Championship soll bereits vorhanden sein. Bei dem neuen United States Championship Design soll es sich derweil um den ersten WWE-Titel handeln, der mit Hilfe von 3D-Druck hergestellt wurde. Großes Lob für SmackDown-Star. Mehreren Berichten zufolge soll Vince McMahon eine Menge Potenzial in Matt Riddle sehen. So sei McMahon ein großer Fan von Riddles rebellischer Mentalität und habe ihn laut WWE-internen Quellen bereits als neuen Shawn Michaels bezeichnet. Riddle soll aktuell schon einen größeren kreativen Einfluss auf seine Promos haben als ein Großteil der übrigen Mitglieder des Main-Rosters. Auch soll der Backstage-Heat auf Riddle während seiner NXT-Zeit nicht so schwerwiegend gewesen sein, wie aus vielen Berichten hervorging. Vielmehr habe Riddle diese Gerüchte genutzt, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Ric Flair äußert sich zur Gesundheitssituation im Performance Center. Nachdem WWE von vielen Fans dafür kritisiert wurde, dass Ric Flair trotz der vielen positiven Corona-Fälle innerhalb der WWE weiterhin in den Shows auftritt, äußerte sich dieser in einem Interview mit Wrestling Inc. nun selbst zur Situation. So vertraue Flair den Offiziellen bei WWE und fühle sich trotz seines hohen Alters und vergangenen gesundheitlichen Problemen sicher bei WWE. Triple H äußert sich zu Konkurrenzkampf mit AEW. Während eines Interviews mit Sports Illustrated äußerte sich Triple H zur Ansetzung des NXT Great American Bash Specials zur gleichen Zeit, zu der AEWs Fighterfest stattfindet. Dies sehe er als Teil eines gesunden Konkurrenzkampfes und verglich es mit der Ansetzung von WCWs Clash of the Champions Event zeitgleich mit WrestleMania 4. Jedoch betonte er, dass sich dieser Konkurrenzkampf nicht auf seine Booking-Entscheidungen auswirke. So wurde der Verlauf der aktuellen Storylines zum Großteil nicht durch die Ansetzung des NXT-Specials verändert und folge einem festgelegten Plan bis zum SummerSlam Takeover. Ehemalige WWE-Writerin wieder eingestellt. Wie Ringside News berichtet, hat WWE die Writerin Andrea Listenberger wieder eingestellt. Listenberger, die hauptsächlich für die Storyline rund um Otis und Mandy Rose verantwortlich war und Opfer der Entlassungswelle Mitte April wurde, soll demnach schon seit einer Weile wieder für die WWE arbeiten. Neue Infos zu WWE 2K Battlegrounds. In einer Pressemitteilung gaben WWE und 2K nun neue Informationen zum Videospiel WWE 2K Battlegrounds bekannt. Das Spiel soll sowohl für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, als auch für die Nintendo Switch und den Gaming-Service Stadia, sowie als PC-Version am 18. September. Spielbar sein sollen 70 aktive sowie ehemalige Wrestler, wobei noch weitere dazukommen sollen. In der Standardversion soll das Spiel 39,99 kosten, zusätzlich soll es eine Deluxe Edition für 49,99 geben. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight Podcast Channel vorbei.